Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Little Nightmares 2. Ich spiele es nicht auf der PS4, ich spiele es auf der PS5, ist aber ein PS4-Spiel. Wir zocken das jetzt einfach mal an, ich guck mal, es hat HDR, also HDR bei mir im Monitor ist an. Bin mal gespannt. Ich hatte Little Nightmare 1 nicht gespielt. Ich habe das bei mir bei Steam drin, bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Ich wollte es damals eigentlich für die Konsole haben. Ja, da kam dann immer was dazwischen und dann... Naja. Aber vielleicht ist es ja mal im PlayStation Plus Mitglied. Für PlayStation Plus Mitglieder drin. Auge kaum zu erkennen, also bei euch ist es besser zu erkennen, also hier eine Aufnahme besser zu erkennen als bei mir. Bei mir ist es kaum zu erkennen. So, gucken wir erstmal bei Deutsch. Grundlautstärke lassen wir erstmal so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut bei der Grundlautstärke, weil ich habe kaum Ausschlag von der Lautstärke, aber wenn ich rede, dann haut die bei mir in der Software irgendwie momentan nicht hin. Wenn nicht, muss ich es halt nochmal aufnehmen. Brio ist aus, Live-Gamer, Aufzeichnung und Abspielen, Mikrofon, volle Pulle, Live-Gamer auf der Hälfte. Sollte eigentlich alles okay sein. Diesmal der. Beim ersten Teil weiß ich noch, da ist ja überall die mit der Regenjacke. Hier ist auch nichts. Ich finde, das sieht schön aus so. Es ist vielen wird es wieder nicht gefallen, weil es halt von links nach rechts ist und so. Aber seht ihr hier, man kann vor, zurück. Ich finde den Hintergrund unscharf, vorne die Grashelme und so. Und dann ein bisschen düster gemacht und von oben fällt ein bisschen Laub. Also ich finde es schön. Okay, hier können wir ducken. So, linke. Wir wollen uns nur den Anfang ein bisschen angucken und was man da irgendwie schmeißen kann. Okay, so geht das.
Zum Klettern Kante R2 halten. Meinen Sie das mit Kante? Ja. Springen muss man auch noch mit X, okay. Hätten wir mal dazu sagen können. Ich bin nur ausgewichen. Oh, warte. Ganz klassisch halt. Tot. Okay, der wischt mich so oder so. Gut, jetzt bin ich einfach mal gesprungen. Ach, alles klar. Ach, Mist.
Okay, da sterbe ich. Ach, bin doof. Bin ich doof. Muss ja links nach rechts, muss ich, kann ich ja auch. Ich vergesse immer wieder, dass man auch links rechts. Also nicht nur links rechts, sondern auch hoch und runter, in den verschiedenen Ebenen hier. Also eine Rätseldinger, die sind schon cool gemacht. Also ich mag das. Oh. Ich mag das eigentlich. Oh shit.
mit dem Licht schön gemacht. Da kommt Musik her, da soll man immer hin. Ich habe was gefunden. Habe ich nicht gelesen.
Macht aber auch einen. Beklemmenden Eindruck. Ich habe gedacht, diesmal wird heute nicht gut. Ach Mensch, muss ich den Knopf neu gedrückt halten. Vielleicht jedes Mal R2 gedrückt zu halten. Uff.
Puh. Was ist das für ein Viech? Geht nicht weg. Jetzt muss ich warten, bis er hier geleuchtet hat jetzt und dann. Also wenn das erste O so ein bisschen so halbwegs so gut ist wie das jetzt bis zum Anfang, dann muss ich das erste doch irgendwann jetzt demnächst doch nochmal anfangen. Ups. Also so nicht. Nee, das ist nicht schaffbar. Hier ist nichts.
Hab wieder vergessen, R2 zu drücken. Wenn ich da rüber springe, muss ich ja auch R2 gedrückt haben, damit ich seine Hand greife. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er mir den Stock rüberschmeißt und dass ich dann irgendwie interagieren kann mit dem Ding, damit es nicht zurückzieht, aber okay. Kann ich da oben mit dem Haken vielleicht irgendwie interagieren? Vielleicht ist da ja auch gar nichts. Scheiß Vogel ist dann gleich. Thank you.
Comic also. Scheiße. Ich habe gedacht, der Karton, da gibt's noch Sicherheit. Scheiß Wurzel, das war ey. So ein Scheiß hier. Thank you.
durchgucken. Ah, erste Trophäe. Also der Einstieg war schon heftig. Also ich habe eher gedacht, das ist so Musik und gestiegen habe ich gedacht, das ist eher so Kinderspiel, so Larifari so ein bisschen. Die Grusel wurde jetzt nicht so ganz so gruselig dargestellt wie bei Mortal Kombat oder was weiß ich oder Resident Evil, aber mit den Puppen, die da am Tisch waren und der jetzt mit der Maske, der hinterher rannte, ist, also ein bisschen Druck ist schon aufgekommen, ein bisschen mehr Druck ist schon aufgekommen. Also ich finde das schon heftig. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass etwas seichter, ein bisschen ruhiger ist und so. Aber wie gesagt, ich hab's noch nicht, ich hab's die Teil 1 und, auf Steam, aber noch nicht gespielt. Das war damals mein Angebot. Platin hat es ja auch, das brauche ich jetzt nicht nachgucken, weil das ist ein Vollpreisspiegel. Was ist das? Hä? Sammler, okay. Noch eine Trophäe. Mit den Menschen los, hier überall Klamotten, aber keine Menschen. Okay.
doch nicht. Ups. Vergessen zu rennen. Schon im nächsten Level. Ich wollte eigentlich nur anzocken. Das Ding aus dem Anfang, die Tür. Thank you.
ist da. Ach, bei der Uhr ist da auch so ein Auge. Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht eine versteckte Trophäe. Geht nicht, okay.
bin schon längst über der Zeit, ey. Okay, bin tot. Ich wollte eigentlich... Ups. Ach, das ist die gelbe, das kriegt man doch irgendwie. Er hat da andere Hüte auf. Ich bin der Meinung, die habe ich im Wald gesehen in dem Ding und bin aber nicht rangekommen. Ach Mann. Gehen wir mal nach hier vorne hin, wo es ein bisschen Licht ist. Ah, da kommt ein breites Ding, okay. Thank you.
stimmt das? Sonst spiele ich hier noch weiter. Hier ist nämlich ein bisschen Licht, hier können wir warten. Uff, so. Ich würde sagen, das reicht für den angezockt. Ich finde es echt cool gemacht. Düster. Mit den Viechern eben. Ich habe keine Ahnung, was das mit denen auf sich hat. Da so halbe Köpfe und so. So düster hätte ich, wie ich schon mal gesagt, so düster habe ich es nicht erwartet, weil ich habe Teil 1 leider nicht gespielt. Ich habe zwar Teil 1, aber habe es noch nicht gespielt. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt mal nachholen. Von der Machart her mit dem Ducken und mit Schleichen und dann hier Rätsel lösen und so, das ist alles ganz cool. Ich vergesse nur ab und zu mal halt vielleicht R2 gedrückt zu halten, damit ich irgendwo greife oder Viereck, damit ich renne. Aber man kriegt bis jetzt alles hin. Mit den Hüten, dass man Hüte sammeln kann, finde ich ganz gut. Wir können auch nochmal schnell. Für die Trophäenverliebten gucken hier wegen Trophäen. Wir haben jetzt 6%. Fast alles Versteckte. Aber es hat definitiv Platin. So, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Von mir eine ganz klare Empfehlung für Little Nightmares. Also, oder war da Little Nightmares, oder? Little Nightmares, genau. Little Nightmares 2. Eins habe ich ja noch nicht gespielt, aber ich denke mal, das wird auch cool sein. Das werde ich jetzt demnächst mal nachholen. Von mir jedenfalls eine ganz klare Empfehlung. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Denkt dran, Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.